So, einen wunderschönen guten Tag zum Wochenrückblick der Handelswoche vom 17. bis Freitag, den 21. Wir haben im Live-Trading-Raum nicht die ganze Woche aufgehabt. Wir hatten Montag die IB Days in Frankfurt, wo wir waren. Freitag war Verfallstag und dann waren wir auch in Stuttgart und wir hatten Dienstag auf der Rückreise. Insofern blieb nur Montag, Mittwoch, Donnerstag zum Traden. Wir haben insgesamt aber dennoch 1,5% Gewinn gemacht und ich starte mal durch. Wenn Sie im Hintergrund ein paar kleine Geräusche hören, das ist meine kleine Tochter, die heute mit im Büro ist auf dem Sonntag. Und ja, dann starten wir. Ich habe hier den ersten Chart, ist der DAX-Chart. Dort hatten wir eine Position abgehatcht nach Regel im Tageschart. Und hier sehen wir die Short-Position haben wir rausgenommen. Warum? Weil wir hier ein Long-Setup reinbekommen haben. So, wir sind im DAX Long und es fehlen jetzt noch 140 Punkte, dann ist die Position auch hier wieder im TP. Nächster Markt ist Audi USD. Audi USD sehen wir hier, blaue Sonne. Wir sind hier long gegangen und dort haben wir den Take Profit in den Gewinn gebracht mit plus 0,25%. Der nächste Markt, den wir haben, ich ziehe den Chart ein bisschen kleiner, ist Kanadisch Dollar, Schweizer Franken, blaue Sonne. Wir sehen hier die Kerze und wir sind besser in den Chart reingekommen und haben auch hier 0,25% verdient. Der nächste Chart ist Euro USD. Auch hier, mach das ja mal im Grün. Dort war ein Re-Entry. Wir hatten hier schon mal den Trade gemacht, Seitwärtsphase und sind neu eingestiegen hier und haben 0,25% auch hier erwirtschaftet. Das waren die Swing Trades. Wir haben noch zwei zusätzlich offen. Die werde ich dann zum Schluss nochmal mit Ihnen durchsprechen und gehe jetzt rein in den DAX, in Box Trading. So, das sind die Trades, die wir auf den IB Days gemacht haben. Ja, einmal den Eröffnungstrade natürlich in Gewinn gebracht, dann haben wir den Big Number Trade in den Gewinn gebracht, dann haben wir hier nochmal 1, 2, 3 Big Number Trade in den Gewinn gebracht am Montag von circa über 1000 Zuschauer, die uns da über die Schulter geschaut haben, live bei den IB Days. Am Dienstag haben wir nicht getradet und am Mittwoch den klassischen Eröffnungstrade genommen, auch hier in den Gewinn gebracht, dann haben wir die Box nochmal getradet, beziehungsweise Big Number auch in den Gewinn gebracht und hier noch ein Trade, auch hier drei DAX-Trades in Folge in den TP gebracht, also auch hier sehr erfolgreich. Dann der 20. auch der Open Range Breakout Trade, wie Sie hier seht, den haben wir dort auch in den Gewinn gebracht. Den 21. haben wir nicht getradet, das hängt damit zusammen, dass wir am Freitag, wie gesagt, auf dem Weg zu dem Börsentag in Stuttgart waren und wir dort Verfallstag ja, auch dementsprechend nicht getradet haben. Aber wir sehen, da gab es auch eine schöne Bewegung. Nächster Markt ist dann chronologisch vom Box Trading der Euro-Dollar mit einem Blue Box Trade. So, wir haben hier im Euro-Dollar, so, hier den Euro-Dollar Trade, sehen die Blue Box in den TP gebracht. Nächster Markt ist der British Pfund Yen. Hier haben wir mehr als unser Gewinnziel, war Slippage. Das war ein Trade nicht aus der Blue Box, sondern waren Wirtschaftsnachrichten 10:30 Uhr. Den haben wir hier getradet. Und der nächste Markt ist dann ein Blue Box Trade USD Cut. Cut, eine Blue Box hier aus dieser Range und der Trade, seht ihr hier, ist hier in den Gewinn gelaufen. Dann haben wir noch ein USD Yen Trade. Da sehen Sie hier Trade Nummer 1 und 2. Der ist dort in den Gewinn gelaufen. Und mittlerweile sind wir bei den Eröffnungstrade bei 460 angekommen. Drei haben wir getätigt während unserer einmal am Montag, dann am Mittwoch und Donnerstag. Warum haben wir die nicht aufgezeichnet? Auf unser Videotagebuch, die sind aufgezeichnet bei den IB Days. Dort haben wir Live-Schaltung auch gemacht, Mittwoch und Donnerstag aus Hamburg. Deswegen haben wir da kein Videotagebuch. Auch die Trades sind aufgezeichnet und wurden von über 1000 Leuten gesehen. Wir starten dann Montag wieder ganz normal und wünsche euch allen noch ein schönes Wochenende.